Und als Architekt findet man Gebäude ja sowieso gut, weil man damit sein täglich Brot verdient. Ja, was gibt es überhaupt an Gebäuden in 1-2-Sitzen? Da habe ich mal ein bisschen recherchiert, weil ich es just gerade brauchte. Wir erinnern uns an die Firma Airfix, wann war der Bausatz? Irgendwann in den 70er Jahren. Ist natürlich eine schöne Dioramplatte, die ich finde. Hat den Nachteil, das Gebäude ist kaputt. Und die Wände sind ziemlich dünn. Also maßstäblich passt es nicht wirklich ganz gut. Das ist schon besser hier. Der Airfield Control Tower hat natürlich auch so ein bisschen den Nachteil, dass die Wände schon extrem dünn sind. Ist dem Material natürlich geschuldet. Der Airfix hat jetzt in der Vergangenheit auch so Resin-Gebäudeteile rausgebracht, die wirklich sehr vielfältig sind, aber haben den Nachteil, alles Ruinen. Genau, Italieri kennen wir auch. Hier eine schöne Ruine. Hier, das ist natürlich jetzt genau der Weg in die richtige Richtung. Ein Haus, das eigentlich schon toll aussieht, hat auch Fenster und Fensterläden. Wunderbar, ist heil. Genauso diese schöne Kirche, alles ein bisschen angesiedelt im italienischen Raum. Das heißt, so in Europa, im nordeuropäischen Raum oder in der Wüste kann man es natürlich nicht verwenden. Doch dieses hier habe ich versucht zu bekommen, kostet bei eBay 50 Euro. War mir zu teuer, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, es ist ausgelaufen, das Haus hier. Auch hier wieder jetzt in der Vergangenheit, in der kürzeren Vergangenheit auf den Markt gebracht. Italieri hat auch den Nachteil, Loch im Dach. Ja? Das Dach besteht auch aus einem Stück, kann man auch nicht so leicht abgießen. Das ist wirklich echt schade. Konflikt, fertig, Ruinen, alle möglichen Varianten hier. Sehr schön Mini-Art, just gerade auf der Messe, wunderschönen Stand mit ganz toll bemalten Modellen. Und die sind wirklich heil, sind aber auch irgendwo relativ teuer und haben im Prinzip nur diesen typischen, ja, Mauerverband, Ziegelmauerwerk. Auch hier ganz schön, mal eine andere Variante. Oder hier den Workshop, auch von MiniArt. Also das sind schon wirklich ganz tolle Bausätze, die man schon so in die nähere Wahl ziehen kann, wenn man vernünftig Gebäude auf seinem Diorama eben darstellen möchte. Ja, dann gibt es die Firma MPK, die hat ein Normandie-Haus auf den Markt gebracht. Ich weiß aber ehrlich gar nicht, ob das überhaupt schon verfügbar ist. Also ich habe es noch nirgends... Hast du das? Ja. Okay, wie ist es? Gut, das ist halt so quasi eine Halbrelief. Halbrelief, ja. Also ziemlich schmal, also... Okay, aber ist im Prinzip, hat eine Rückseite. Ja, ja. Hat ein Dach und zwei Giebelseiten auch. Genau. Dann gibt es im weiteren Bereich so Garagenfirmen, die Modelle für den Tabletop-Bereich herstellen. Hier zum Beispiel von Fantasy-Geländemodelle. Die haben also eine ganze schöne Auswahl an unterschiedlichen Gebäuden. Die sind alle aus dem Material Stevalin. Das ist so eine Gießkeramik. Runterfallen darf man es nicht lassen, dann ist es nämlich kaputt. Aber ist wirklich schön gearbeitet, kann man was draus machen. Ein anderer Hersteller hat ein ähnliches Material, wobei man hier sagen muss, die Wände sind sehr dünn und da könnte es schon allein beim Transport nach Hause Transportschäden geben. Ja, die britische Firma Fall Ground hat was in Lasercut entwickelt. Hier so Bauernhofartige Aufstellungen. Die Einzelgeschosse lassen sich abnehmen. Also von daher könnte man innen noch weiter detaillieren. Ja, dann gibt es die Firma Najewitz Modellbau, Lasermodellbau, die macht auch für unterschiedliche Sparten wirklich ganz, ganz tolle Gebäude. Ich habe hier welche mitgebracht, die kosten aber auch wirklich einiges an Geld und sind in Resin und somit auch schwer zu bearbeiten, weil sich Resinwände, die dünn sind, leicht auch verziehen. Also das, damit muss man leben mit den Problemen. So. Auf der Suche nach Gebäuden aus Nordafrika, weil ich ja nichts gefunden habe, bin ich doch im Internet fündig geworden und habe diese Gebäudezusammenstellung mal entdeckt. Das Problem leider dabei ist, es ist der falsche Maßstab. Es ist Maßstab 1:100 oder 15 mm und es gibt die auch noch in 28 mm, aber nichts in 1:72. Die haben eine schöne Auswahl, wirklich ganz, ganz toll detaillierte Häuser. Nun kann man auch bei den nordafrikanischen Gebäuden sagen, die sind nicht sonderlich kompliziert.
Also die kriegt man schon relativ einfach selber hin. Und das wollen wir eben mal zeigen, wie das geht. So, was macht der Architekt, wenn er nichts weiß? Er malt einen Kreis oder er denkt sich einfach mal ein Gebäudegrundriss aus. Das lernt man im Studium und angefangen habe ich hier mal mit einem Schnitt. Ich habe also hier mal die Höhen mir zusammen überlegt, wie das Gebäude so aussehen könnte. Im Prinzip ganz normal Fundamente, Bodenplatte, Wände, Fenster, Flachdach, Dachkonstruktion sowie eine Aufkantung zur Attika. Und daraus kann man dann so ein Gebäudemodell sich erstellen. Das Schöne ist hierbei, man kann jetzt natürlich beigehen und Fenster kopieren und verschieben und so weiter. Das ist sehr, sehr schön, mit einer Software zu arbeiten, die im Prinzip sowas rauswirft. Das ist eine Architektensoftware, genau, mit der arbeite ich täglich. Geht aber auch jede andere, wenn man in 2D arbeiten will zum Beispiel. Ne? Das Schöne in 3D ist, man hat dann hier zum Beispiel so ein kleines 3D-Gebilde bekommen und kann sich so auch dann eigentlich sehr, sehr schön orientieren, was man so machen kann. Also wenn ich jetzt hier meinetwegen beigehen würde und ich meinetwegen hier was verschieben möchte, ne, dann sieht man das sofort in der 3D-Ansicht, dass ich da was tue. Ich habe hier so Schnittlinien erstellt und gezeichnet und anhand dieser Schnittlinien bekomme ich also so Seitenansichten. Und diese Seitenansichten zusammengebaut in Layouts gibt dann so eine Bauteilübersicht, die ich mir jetzt hier zu nutzen mache, um entsprechend hier meine Bauteile erstellen zu können. So, ich habe jetzt einen Plan gezeichnet, den kann ich gerne mal umgeben. Das ist also meine Bauteilübersicht und wenn also man jetzt keine CAD-Software zur Verfügung hat und man analog zeichnen muss, hilft so ein Dreikantmaßstab ganz gut, weil da ist zufällig auch drauf der Maßstab 1 zu 75. Ja, 1 zu 75, 1 zu 72 liegt schon nah beieinander. 1 zu 76 gibt es auch Gebäude, also von daher wird schon passen, wenn man mit diesem Maßstab dann analog arbeitet. Auch ganz schön ist hier so eine Schneidematte, auch wenn die von Revell ganz, ganz schön ist, finde ich die Schneidematte, die eine Art Millimeter-Einteilung oder Zentimeter-Einteilung hat, auch optimal, weil dadurch kann ich sehr, sehr schön sofort mir die entsprechenden Maße direkt abschneiden. Ja, aus welchem Material arbeite ich? Ich arbeite also aus ganz stinknormaler Trittschalldämmung. Diese Trittschalldämmung ist relativ günstig im Baumarkt zu bekommen. Die eine Seite ist relativ schön versiegelt und glatt und die andere Seite ist eben ein bisschen strukturiert. Das heißt, diese Seite kommt nach innen, die strukturierte, und diese Seite kommt eben nach außen. Ich gebe das auch mal um. So, das ist 5 mm stark und für schlankere Bauteile, wie zum Beispiel Treppen oder so weiter, habe ich hier mir aus dem Künstlerbedarf diese Finnpappe besorgt. Mit dieser Filmpappe, die gibt es in unterschiedlichen Dicken, also das ist jetzt hier 3 mm, dann gibt es also auch noch 2 mm, 1,5 mm, 1 mm, 0,5, also da hat man eine schöne Auswahl, wenn man also dann weitere Bauteile erstellen möchte. So, wie geht es jetzt los? Ich habe also hier mein Lieblingswerkzeug, das Stahllineal, und ich habe jetzt meine Bauteilübersicht. Ich habe mir also aus meiner großen Platte Trittschalldämmung schon einen Streifen abgeschnitten, der 6,6 cm hoch ist, das ist also dieses Maß hier, und daraus erstelle ich meine kompletten Wände. Ich habe mir hier so auch Schablonen erstellt, also den Plan zweimal ausgedruckt und entsprechend hier direkte Werkschablonen erstellt, die ich jetzt damit im Prinzip sofort übernehmen kann. Gut, also ich habe jetzt mit diesem Schneidelineal gearbeitet, mein Geodreieck ist dann auch dabei. Und
Das braucht man eigentlich auch, weil damit hat man hervorragend die Möglichkeit, schön rechte Winkel zu erstellen. So, wie bin ich also vorgegangen? Ich habe also einmal ein breites Stück abgeschnitten für die Deckenkonstruktion oder für die Dachkonstruktion, ein schmales Stück für meine Wände. Jetzt gehe ich eben bei, nehme meinen Plan, lege es einfach drauf. Und kann hier mit meinem Geodreieck einen rechten Winkel bilden und mit einem Cutter wunderbar hier mit wenigen Schnitten hier zum Ziel kommen. Es ist so fein und dünn, das Material, es lässt sich wunderbar bearbeiten. Jetzt kam die Frage auf, ob man das auch gravieren kann sozusagen. Ne, man kann mit einem ganz normalen feinen Bleistift jetzt hier eine Struktur reinprägen, wenn man möchte. Muss man vorsichtig eben umgehen, aber braucht man ein bisschen Übung dafür. Genau. Diese Art Schablonen, da sind die Fenster mit dargestellt. Da lege ich sie im Prinzip einfach drauf und versuche, weil man ja irgendwie die Fenster übertragen möchte, mit einer Nadel körne ich sozusagen die Eckpunkte meines Fensters an und piekse hier einfach mal ein Loch rein. Und habe so die Eckpunkte meines Fensters und kann jetzt ganz normal mit meinem Stahllineal hier diese Fenster dann rausschneiden. Weil hier habe ich die Fenster schon rausgeschnitten mit dem Cutter. Man kann das jetzt nochmal ein bisschen vorsichtig nachbearbeiten, sodass man auch genaue Kanten bekommt. Ja, zusammenkleben kann man die Bauteile natürlich mit Weißlehm oder mit einem ganz normalen Alleskleber. Wobei man da vorsichtig umgehen muss, mit diesem Alleskleber sollte man an einem Probestück sozusagen ausprobieren, ob der Kleber nicht das Material auflöst. Ja? Also hier, dieser Kleber löst das Material ein wenig auf, ist aber noch so in der Toleranz, dass ich im Prinzip mit einem herkömmlichen Holzspachtel einfach rüberspachteln kann und so die entsprechenden Unebenheiten, die dann durch das Auflösen entstehen, glätten kann. Styroporkleber geht bestimmt auch, aber ich weiß, Weißleim gibt es zum Beispiel auch in allen verfügbaren Mengen ohne Ende und wenn man sich das in einem großen Gebinde kauft, liegt man echt total günstig. Ich habe hier mal ein Haus schon mal fertig gebaut und jetzt stellt man natürlich fest, dass die Oberfläche natürlich eine ganz andere ist wie diese hier. Was habe ich also getan? Ich habe diese Oberfläche besandelt. Und zwar nicht mit ganz normalem Sand oder Vogelsand, sondern ich habe viel feineren Sand genommen. Und zwar Sandstrahlsand. Den hatte ich auch irgendwie mal in einem größeren Gebinde bei eBay mir besorgt. Und der ist relativ fein und lässt sich wunderbar hier in so ein Weißleimbett einstreuen. Trage also mit einem großen Pinsel hier Weißleim auf, schwuppdiwupp. Auch ein bisschen ungleichmäßig, meinetwegen, damit auch die Fassade nicht wirklich ganz gleichmäßig wird. Und streue dann, ganz einfach, hier in meinen frischen Weißleim, einfach hier diesen Sandstrahlsand ein. Und dann gibt es so einen Effekt. Genau. Ja, zu guter allerletzt brauche ich natürlich die Treppe und da nehme ich natürlich diese Finnpappe, schneide mir also meine Stufen zurecht und habe dann im Prinzip mit diesem Alleskleber einfach die Stufen übereinander geklebt und das ist dann später das Ergebnis, was man dann erzielen kann. Die Tür, die kann man natürlich selber machen oder ich habe mir jetzt hier mal einfach eine Tür von einem Arbor Fast Gebäude ausgeliehen. Passte zufällig genau rein, zufällig mit CAD gezeichnet, deshalb vielleicht, schließt so das Gebäude ab. Kann man das Gebäude, nachdem es dann fertiggestellt ist, kann man also ganz normal mit Acrylfarben bemalen oder lackieren und mit einem groben Pinsel dann so ein bisschen trocken malen und dann gibt es diesen Effekt. Ja, fertig ist mein Afrika-Haus. Für das wird auch von der Struktur innen, ne? Genau, so eine Art Steinstruktur, da ist nicht geputzt. Ja, und wenn man jetzt mal ganz genau hier auf diesen Bereich der Treppe guckt,
Da habe ich jetzt intern rausgelassen und mit dem Cutter vorsichtig die Mauerwerkstruktur eingeritzt. Das kann man jetzt natürlich auch noch waschen, dass man die Fugen dann noch vielleicht ein bisschen besser herausarbeitet. Ja, an dem Plan habe ich so eine halbe Stunde gesessen, die Bauteile zu schneiden, sagen wir mal eine Viertelstunde, 20 Minuten. Das Zusammenkleben, mit Zusammenkleben braucht so ein Gebäude vielleicht 2 Stunden und Besandung plus Lackierung. Also ich finde, es ist eine faire Zeit, zumal man Vergleichbares nur im verkehrten Maßstab am Markt findet. Ja, besten Dank für die Aufmerksamkeit noch einmal und viel Spaß beim Nachbauen.